Ein Lateinamerikaner in Rom. Ja, das könnte den Papst meinen, der aus Argentinien stammt. Aber während des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit hinterlässt ein weiterer Lateinamerikaner der ewigen Stadt seinen Stempel, der kolumbianische Künstler Fernand Botero. Der Ausstellungspalast Roms hat einen außerordentlichen Zyklus gesammelt, der jetzt eröffnet wurde. Alle Bilder konzentrieren sich auf die Via Crucis, den Kreuzweg, der von dem ungläubigen Künstler Botero gemalt wurde. Wir leben in einer säkularisierten Gesellschaft, aber wir sind auch tief in der Stadt Rom verwurzelt, der Hauptstadt der Christenheit. Es ist also fast schon ein Muss und unausweichlich, dass wir während des Jahres der Barmherzigkeit unsere Aufmerksamkeit darauf richten, was in der Stadt geschieht. Das Heilige Jahr ist definitiv das wichtigste Geschehen dieses Jahres. Das Museum wollte die Bedeutung des Jahres mit einem Mann hervorheben, der selber nicht gläubig war, aber viele Werke mit religiösem Inhalt gemalt hat. Botero war seine ganze Jugend über von religiösen Bildern umgeben, Bildern, die ihn sehr geprägt haben. Er studierte in seiner Jugend lange Zeit die Malerei der italienischen Meister der Renaissance. Dafür bekam er sein erstes Kunststipendium. Das waren natürlich häufig sakrale Gemälde. Boteros Stil ist leicht erkennbar an seinen großen, übertriebenen Gestalten. Ein Großteil seines Werkes zeigt politische oder soziale Satire oder Kritik. In der Ausstellung werden historische Ereignisse mit modernen Menschen vermischt, die durch ihre Kleidung herausstechen. Das ist ein starkes Element in seiner Arbeit. Er malte diesen Kreuzwegszyklus zwischen 2010 und 2011 in einer Zeit, in der sich viel Dramatisches in seinem Leben ereignete, aber auch Dramatisches in der Welt. Und in seinen Gemälden erzählt er davon. Botero ist ein Mensch des Heute. Er sieht Christus, auch weil er nicht gläubig war, als einen Mann, der heute leidet, der in der Wirklichkeit leidet. Er tut das im Namen von allen Menschen, die auf Erden zu allen Zeiten leiden. Daher führt er Christus in die Momente des heutigen Lebens ein, in der Wirklichkeit des Heute, des Leidens von heute. Man kann da einen Mann sehen, der den Platz des römischen Soldaten einnimmt, aber wie ein Soldat eines imaginären lateinamerikanischen Landes aussieht, einem Land in Südamerika, definitiv aus der Armee eines südamerikanischen Landes. In einem anderen Bild kann man einen einfachen Bauern sehen, mit seinen südamerikanischen Kleidern, und dann andere Menschen mit zeitgenössischen lateinamerikanischen Eigenschaften. Eines der berührendsten Bilder ist die Kreuzigung, für die der Künstler einen besonderen Hintergrund gewählt hat. Es handelt sich dabei um sein Werk Christus im Central Park. Es ist ein großer Christus, den wir sehen, typisch für Botero, mit einem aufgedunsenen Leib und einer seltsamen grünen Farbe. Es handelt sich dabei um eine kranke Farbe, der Farbe des Todes, denn er hat gelitten und erinnert uns an den Christus von Grünewald, dessen Christus eine seltsame, bräunliche Farbe hat, eine Farbe der Krankheit des Leibes, der gelitten hat, in seinem Fall aber sehr dürr ist. Der Christus im Central Park ist vor einem Hintergrund der Skyline von New York abgebildet, der Inbegriff der modernen Stadt. Das charakterisiert die moderne Zeit mit ihren großen Distanzen, den großen sozialen Kluften und großer Ungerechtigkeit, wo Macht und Geld sich selbst manifest machen. Christus setzt sich selbst mit seiner Präsenz dort ein, hier in New York. Es ist sehr interessant, dass der große Leib, der vor diesem Hintergrund leidet, diesem Hintergrund der Wolkenkratzer der Stadt den kleinen Figuren entgegengesetzt ist, die sich unter den Bäumen auf der unteren Seite des Bildes befinden, dort im Central Park. Es sind Menschen in ihrem täglichen Leben, Männer und Frauen, die sehr klein sind, denn sie sind dem Leiden Christi gegenüber gleichgültig. Die 27 Gemälde und 36 Zeichnungen sind bis Mai ausgestellt und stellen eine interessante Mischung aus biblischer Geschichte und modernem Leben dar.